Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute backe ich wieder ein Rezept aus meiner Heimat. So, diese Kuchen haben wir bei uns zu Hause gebacken. Es ist in Deutschland auch so ein Kuchen gibt, heißt der Butterkuchen. Bei uns hieß er Zuckerkuchen, weil mit so einer schönen Zuckerkruste oben drauf ist. Und wir backen ohne Mandel. Und in Deutschland macht man, glaube ich, mit den Mandeln. Und ich weiß nicht, Originalrezept von deutscher Küche, aber ich möchte gerne euch mal zeigen, unser Rezept aus meinem Zuhause, wie wir es gebacken haben. Und er ist wirklich so fluffig, so lecker. Und ich habe ihn schon lange nicht gebacken. Und heute habe ich gedacht, oh, muss man mal wieder den backen. Es hat natürlich viel Kalorien, durch das viel Butter und Zucker obendrauf, im Teig ist eigentlich nicht viel Zucker. Und so sieht er aus. Wirklich, er ist so weich. Richtig weich und wirklich sehr, sehr saftig. Schaut, wie geht er auseinander. Richtig toll. Er ist noch lauwarm, sogar dampft. Und am liebsten würde ich schon reinbeißen und das Kaffee dazu trinken. Also, liebe Freunde, und wenn ihr Interesse habt, wie ist das mein Rezept von meinem Zuhause, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Als erstes bereiten wir so ein Hefemilch. Nehmen wir warmes Milch, geben wir da frische Hefe oder kann man auch trockene Hefe nehmen. Geben wir von dem gesamten Zucker so ungefähr ein Teelöffel rein, verrühren, dass die ganze Hefe richtig gut aufgelöst sind und lassen sie kurz stehen zum Aufgehen. Wenn es bei euch genauso wie bei mir frisch in die Küche, dann könnt ihr einfach eine Schale nehmen mit warmem Wasser und eure Gläschen mit Hefemilch einfach reinstellen. So, gut verrühren. Stelle ihn einfach in dem warmes Wasser, kein heißes Wasser, warmes Wasser. Decken wir zu und stellen wir erstmal an die Seite zum Aufgehen. Bis unsere Hefe aufgehen, können wir schon weiter was vorbereiten, zum Beispiel Mehl durchsieben. Danach nehmen wir zwei Eier und geben wir da so eine große Prise Salz und werden wir kurz aufschlagen. Dabei fügen wir Vanillinzucker und den vorbereiteten Zucker. So, das ist ausreichend und geben wir jetzt den weichen Butter rein. So Zimmertemperatur. Und verrühren wir nochmal. So, das reicht schon. Und jetzt warten wir nur auf unsere Hefemilch. So, es sind jetzt schon 10 Minuten vergangen. Und wenn wir da reinschauen in unsere Hefemilch, schaut, es ist richtig schön schaumig geworden. Das heißt, unsere Hefe sind gut. Jetzt geben wir das alles hier rein. Etwas kurz verrühren. Und dann werden wir schon unsere Mehl portionsweise dazugeben. Diesen Teig kann man auch mit der Knete hacken, bekneten, weil es ist sehr klebrig. So. Ja, mein Mixer hat keine typische Knetehaken, deswegen der Teig will immer nach oben kriechen. Ist nicht schlimm, kann ich immer wieder mit dem Löffel abmachen. Und nochmal verkneten. Es muss wirklich richtig schön gut verknetet sein. So, das reicht ja schon. Wenn wir kneten, dann sieht man, dass er schön schon von den Schüsseln rein abgeht, den Teig. Das war auch sehr schwer für meinen Mixer. So, machen wir alles schön runter.
dass der Schlüssel sauber ist. Schaut, wie klebrig ist der Teig. Aber so soll es bleiben. Dann wird unser Kuchen richtig schön fluffig und luftig. Und lassen wir jetzt ihn aufgehen. Oder irgendwo an warme Stelle. Oder kann man auch im Backofen, aber allerhöchst bei 50 Grad den Backofen vorheizen und dahin stellen. Ja, bei jedem wird das unterschiedlich sein. Ich werde euch sagen, wie es das bei mir war. Auf jeden Fall, der Teig muss etwas vergrößern. Dann machen wir ihn nochmal einmal runter und danach lassen wir ihn richtig vergrößern. Sozusagen zweimal aufgehen lassen. So, Deckel zu und dann geht es bei mir in den Backofen ungefähr so zwischen 40 und 45 Grad. Bis das unser Teig ruht, können wir schon Butter vorbereiten. Und ich euch zeige, wie es ich gewöhnt bin, wie es das in meiner Heimat wurde gemacht. Es kann man natürlich die Stückchen von der Butter einfach so reinmachen. Wir haben aber anderes gemacht. Zucker gebe ich auch da. Vanillinzucker verrühren. Und gebe natürlich nicht ganze Zucker auf den Butter drauf, sondern nur die Hälfte vielleicht. Oder ein Drittel. So, wie zugedeckt. Rest lassen wir für oben strömen. Und das, wenn das Butter in den Teig wird reingedrückt, hat er auch diese Süße. Schmeckt uns besser. So, dann zerdrücke ich es mit dem Gabel. Und dann stellen wir es in den Kühlschrank, dass es richtig schön kalt bleibt. Ja, ein bisschen mehr Arbeit natürlich, als nur einfach den Butter reindrücken. Aber könnt probieren. Vielleicht schmeckt euch es besser. So. Die ganze Zucker reingedrückt und jetzt stellen wir unsere Teller in den Kühlschrank. Fertig. So, mein Teig steht jetzt gerade nur 20 Minuten, aber wir werden jetzt ein bisschen runterdrücken. Schaut, er ist schon ein bisschen aufgegangen. Sehr schöner Teig. So elastisch und fluffig. Jetzt werden wir ihn anregen, noch besser zu arbeiten, wenn wir ihn runterdrücken. Schaut, wie schön blasen lässt er. Und lassen wir ihn noch mal so 20, 30 Minuten aufgehen. Ihr werdet das sehen, er wird es noch mehr vergrößern als beim ersten Mal. Stelle ich wieder in den Backofen bei so ungefähr 40, 45 Grad. So, unser Teig stand jetzt wieder 24 Minuten und schaut, wie schön er ist aufgegangen. Ich habe jetzt so eine Form genommen. Ja? Das ist eine Auflaufform. Mein Forminnenmaßen 30 x 20. Jetzt werden wir unseren Teig einfach in die Form reinfließen, kann man sagen lassen. Schaut, wie schön sieht der Teig aus. Duftet sehr schön nach Vanille. So, und werden wir jetzt unseren Teig einfach in unserer Form verteilen. Die Form habe ich angefettet. Hört ihr, wie knistert unser Teig? Sehr viele Luftblasen drin. Das ist sehr gut. Er muss auch nicht unbedingt richtig glatt sein. So, den Teig haben wir jetzt aufgeteilt, glatt gestrichen. Jetzt decken wir zu oder mit der Folie oder mit dem Tuch und lassen wir ungefähr wieder so 25, vielleicht 30 Minuten aufgehen. Das wird er sehen, dass er schön so fluffig wird nach oben gehen. Kurz bevor wir den Kuchen wollen reinstellen in den Backofen, dann könnt ihr schon Backofen anmachen zum Vorheizen. Ich backe bei 180 Grad Ober-Unterhitze. So, die nächsten 25 Minuten vergangen. Schaut ihr, wie schön aufgegangen unser Teig. Und jetzt müssen wir für unsere Butter, diese kalte Butter, so Löcher machen im Teig. Mein Teig ist es wirklich sehr, sehr klebrig. Deswegen einfach so mit den Fingern reinkommen, wird es den Teig kleben. Mache ich mir ein bisschen geschmolzene Butter und lasse meine Finger da in den Butter tauchen. Und
Und dann geht es viel einfacher. Schaut ihr unser Teig, wie eine weicher als Watte. So, und jetzt kommt unser Zuckerbutter in Einsatz. Nehme ich so ein kleines Stückchen und gebe da in die Löcher rein. Ist jetzt hart, kann man schön so abmachen und reinstecken. Das ist eine richtige Kaloriebombe kochen. Sehr oft backt man sowas nicht, aber ab und zu hat man doch schon Appetit auf so einen Kuchen. So, obendrauf kommt dann natürlich reichlich Zucker, weil in dem Teig ist wirklich sehr wenig Zucker. Dann geben wir Zucker obendrauf mit Vanillinzucker. Und ich weiß, hier in Deutschland macht man auch noch Mandel drauf. Wir machen einfach so. Später kommt noch dann die Sahne obendrauf. So, und jetzt geht es ungefähr für 20-25 Minuten. Schaut, liebe Freunde, nach Art eures Ofens. Kann man auch mit dem Zahnstocher mal probieren, ob das fertig ist. Es soll nicht zu dunkel sein. So, nach 20 Minuten sieht unser Kuchen so aus. Können wir auch mit den Stäbchen probieren, in die dickste Stelle. Ist super. Und schaut, wie locker ist der, wie weich ist der. Wahnsinn. So, und jetzt obendrauf geht bei uns immer die Sahne. Dann wird das richtig so schön feucht, saftig, einfach lecker. So gibt es so viel Sahne obendrauf, dass er sieht, dass die Oberfläche überall nass ist. Und ich stelle noch gerne nochmal im Backofen, nur für die kurze 5 Minuten im Backofen. So, fertig ist unser Kuchen. Schaut, wie er knistert. Und jetzt lassen wir etwas abkühlen und dann schneiden wir ein Stückchen ab. So, unser Kuchen etwas abgekühlt, kann man ihn schon anfassen. Und jetzt schneiden wir ein Stückchen ab. Ich nehme immer so ein Messer, welches hat keine so eine scharfe Spitze, dass ich mein Blech nicht kaputt kratze. Und schneiden wir ein Stückchen ab. Schaut, wie weich ist das. Wow. Kann kaum schneiden. So fluffig ist der. Holen wir Stückchen raus. Sieht wunderbar raus aus dem Blech. Und schaut, liebe Freunde, wie weich ist der. Richtig schön weich. Weich und trotzdem noch immer saftig. Es hat man richtig Appetit reinzubeißen. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig, haben uns wieder was ganz Leckeres und natürlich kalorievoll gebacken. Aber einmal darf man schon. Ich möchte gerne euch noch auf dem Blech zeigen. Ich weiß nicht, ob das zu sehen ist, wie schön weich der Kuchen ist. Richtig schön weich. Mmm, lecker. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Haben uns wirklich so was Leckeres gebacken, so was Fluffiges. Und ich würde mich natürlich sehr freuen über eure Kommentare, wenn ihr das nachgebackt habt. Wie hat es euch geschmeckt? Für Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch, liebe Freunde, alles Gute, schöne Frühlingstage, genießt die Wärme und bis zum nächsten Mal. Tschüss!